Also ich wollte weg von zu Hause so weit wie möglich. Wollte arbeiten zu einer Zeit, wo niemand zu Hause, also wo ich alleine zu Hause bin und alle anderen arbeiten und umgekehrt. Und habe mir dann überlegt, wie mache ich das jetzt? Schiff war gut, weil dann konnte man auch noch ein bisschen was von der Welt sehen. Und die Überlegung war einfach, den Beruf auch Kellnerin zu wählen, war einfach ein pragmatischer. Ich bin ein Süßmaul und mag halt Kuchen gern, wie ich gerade gesagt habe. Und haben mir gedacht, Bäcker, also es waren Bäcker, Köche und Kellner gesucht für diesen Jahrgang. War das ein bestimmter Betrieb, also die jetzt eine bestimmte Schiffslinie betrieben, oder wie Na, ist die das? Seereederei Rostock. So. Die hatten so eine Schulveranstaltung gemacht und diese drei Berufsarten haben sie gesucht. Koch habe ich gedacht, wirst du dick, kriegst, das ist nix. Bäcker das Gleiche. Kellner läufst du rum, hast viel zu tun und kriegst so ein bisschen Trinkgeld. Ideal. So, das war meine praktische Überlegung. Und sind Sie dann nach Rostock? Leider nicht, dann kam die Wende. So, also Sie waren Also eigentlich drauf und nicht dran. ganz, ja, also es war schon eine Entwicklung. Ich habe mich dann relativ schnell in meinen Partner, meinen Lebenspartner oder meinen Ehemann auch kennengelernt. Wir haben uns dann ganz bewusst erstmal für ein Kind, frühes Kind, also früh entschieden, Kind zu bekommen und alles andere hinten dran zu stellen. Und dann kam die Wende. Genau, und Ihr Kind ist im Sommer 89 geboren, ne? Genau. Genau. Okay, aber eigentlich, Ihr Plan war so ein bisschen auf diese Schule da zu gehen, wahrscheinlich in Rostock, oder da hätten Sie dann Kellnerin gelernt? Eine Kellnerin habe ich dann im Hotel, also in Bonner, in meinem Geburtsort, habe ich Kellnerin gelernt im Kulturhaus.